Hallo Freunde, da sind wir wieder, FC Moto TV mit der angekündigten Folge zu unserem Thema Imprägnierung, das ich ja auch angeteasert habe, von wegen 4 Wochen ausprobieren. Das ist das Objekt der Begierde, das kennt ihr schon. Das sind die beiden Imprägniermittel, die näheren Details erfahrt ihr gleich nach dem Countdown. So Leute, ihr habt ja einige Sachen schon erfahren bei unserer Folge über die, ja in Anführungszeichen, Basics-Imprägnierung. Heute wollen wir zur Tat schreiten. Das heißt, ich wiederhole nochmal, das ist eine uralte Hose von mir, die ich aus irgendeinem Fundus ausgegraben habe. Und das sind die beiden Mittel, die wir benutzen. Das habe ich ja schon mal vorgeführt. Und daneben steht ein Mittel, das sinnigerweise heißt Impregnol, ganz normal erstanden in dem üblichen Discounter unseres Vertrauens, wo es all die schönen Sachen gibt. Wir haben also vor, die rechte Seite, wie gehabt, komplett jetzt zu imprägnieren, also auch Schrittbereich, Gesäß und komplett Unterschenkel. Und die linke Seite mit dem Imprägnol-Material, um dann vielleicht auch festzustellen, ob es da so gute oder große Unterschiede gibt oder gut feststellbare Unterschiede gibt. S100, ich fasse nochmal zusammen, Sieger aus diversen Testergebnissen, auch nicht zuletzt in der Motorradzeitschrift, während Impregnol auch ein Testergebnis vorweisen kann. Aber dazu könnt ihr mehr in den Links und Hinweisen unter unserem Video nachschauen. Wir legen einfach mal los. Das ist halt heute die Auftaktsendung. Wir haben gestern im Studio gedreht. Heute habe ich einiges vor, bei Regen. Ihr könnt mal schauen. Ist also, ja, da geht es noch so. Aber da hinten kommt es wieder typisch Aachener, wettermäßig gezogen. Wenn ich heute Feierabend habe, wird es auf jeden Fall regnen. Das weiß ich laut Wetterprognose. Und ansonsten werde ich diese Hose jetzt 4 Wochen benutzen. Ob bei Regen oder bei Sonnenschein, spielt keine Rolle. Denn auch da wisst ihr ja, dass eine Imprägnierung, eine nachträgliche Imprägnierung, nicht nur rausgewaschen wird, sondern auch durch Walkarbeit quasi rausgeknetet wird. Von daher ist sowohl als auch durchaus ein Faktor, die Imprägnierung zu beeinflussen. Und ich persönlich finde, dass 4 Wochen so eine Imprägnierung auf jeden Fall halten sollte. Dann legen wir einfach mal los. Wobei das Sprühen selber, das Imprägnieren selber wohl nicht so prickelnd ist. Und ich habe deshalb den freien Raum benutzt, weil die Großbelastung doch grenzwertig war beim letzten Mal, trotz der gut belüfteten Stelle. Wir haben ja nochmal extra darauf hingewiesen. Von daher, ich mache jetzt beide Beine sehr intensiv und komplett, widme dann auch den kritischen Stellen durchaus auch nochmal die Aufmerksamkeit. Und ich sagte das ja eben schon, die kritischen Stellen sind Gesäßbereich, Knie, Kniekehle, Schritt vor allen Dingen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Erfolg danach ist. Der erste Regentag nach weit über einer Woche. Ich muss jetzt roundabout 7,5 Kilometer fahren. Denke mal, dass die relativ frisch imprägnierte Hose das auch halten wird, aber es ist schon ganz nett, was hier runterkommt. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Kilometer im strömenden Regen. Das hat sich also zu einem mittleren Landregen entwickelt. Ich ziehe mal die Brille aus, sonst sehe ich euch nicht mehr. Wir gucken jetzt mal vor laufender Kamera, wie es denn aussieht quasi unter der Hose. Und ich sage auch, dass wir jetzt noch nicht mit Löschpapier arbeiten, denn ich denke mal, dass jetzt die Imprägnierung auch noch halten muss. Ihr bleibt einfach mal dabei oder schaut zu. Ganz ziehe ich sie nicht aus, aber ihr seht, gerade im kritischen Bereich, Knie, Kniekehle, Schritt, da ist noch alles trocken, aber genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich bin mal gespannt auf den zweiten, dritten, vielleicht auch vierten Turn, der im strömenden Regen stattfinden wird. So Leute, man mag es kaum glauben, mittlerer Landregen. Wir sind hier vor der Firma, ich muss ein Produkt in den Laden bringen, die warten händeringend drauf. Die Helmschale aus dem Dreh, den wir hier veranstaltet haben. Das ist jetzt schon die dritte Woche, aber erst die zweite Regenfahrt. Ich bin mal gespannt, ob sie dich stellt. Ich denke mal ja. Aber jetzt haben wir ein richtiges Tiefgebiet angesagt. Ich glaube, dass ich jetzt 3-4 Tage hintereinander bei Regen zur Arbeit und wieder zurückfahre. Ich bin wie immer gespannt. Die Leute, das waren es, weil jetzt nur ca. 35 Minuten ich gefahren bin. Klatschnass. Ich denke mal, ihr seht schon einiges, was da auf mich zukommt. Es wird auch immer stärker. Das ist der Einsatz, den ich hier, ich sehe euch gar nicht, ah, da seid ihr ja, für FC Moto betreibe. Ich gehe jetzt mal kurz in den Laden rein, weil ich was abgeben muss und dann fahre ich weiter.
alles für euch. Laden ist auch schon wieder Geschichte. Jetzt mache ich mich wieder auf den Rückweg ins Büro. Das sind wieder circa 10 Kilometer. Immer noch bei strömendem Regen, aber ich will nicht jammern. So, jetzt bin ich wieder in der Firma. Das heißt, da oben ist die Wiener und unser Studio. Aber die Wiener hat mich verdattert, noch mal eine Runde zu drehen, damit wir auch eine aussagefähige Geschichte haben. Wie gesagt, noch ist alles trocken und ich drehe einfach mal eine Runde. Jetzt bin ich circa eine Stunde 10, eine Stunde 15 gefahren. Ehrlich gesagt, bei Regen macht es mir keinen großen Spaß. Nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Das muss ich mir gerade von der Wiener anhören. Ich lege jetzt einfach noch mal los. So Leute, jetzt bin ich wieder in der Firma. Ich habe auch für heute die Schnauze voll. Der limitierende Faktor ist auch nicht der Nässeeinbruch, der eventuell stattgefunden hätte, denn ich bin noch komplett trocken. Der limitierende Faktor ist tatsächlich, es ist mir zu kalt. Ich brauche jetzt erstmal einen warmen Kaffee und ja, ihr bleibt am Ball. So Leute, Feierabend. Ich sage nur noch eine Regenfahrt. Diesmal allerdings mit meinem Scooter. Ich denke mal, ist alles grau und grau, typisches Novemberwetter. Schauen wir ganz kurz. Ja. So sieht's aus. Oh, wei. Und das alles für euch. Ich lege einfach mal los. Bis jetzt ist immer natürlich noch alles trocken. Ich hoffe, dass es auch gleich so bleibt. Auch wenn das jetzt schon die vierte oder fünfte Fahrt im strammen Regen ist. Und das ist schon mehr als ein mittlerer Landregen. Das ist schon fast, ich nenne das jetzt mal so, Weltuntergang. Und wieder eine Regenfahrt beendet. Langsam wird es wirklich anstrengend, muss ich sagen. Einziges Manko, was ich jetzt feststelle, ist in der Tat, dass die Hose im Gesäßbereich leicht klamm empfunden wird. Heißt das unterm Strich, da würden wir jetzt doch mal ein paar Vorbereitungen treffen, damit, wenn es jetzt zum Wassereintritt kommt, ihr auch ganz genau nachschauen könnt oder nachprüfen könnt, was der Stefan euch da erzählt. Denn wir arbeiten jetzt einfach mal mit Filterpapier. Ihr und ich, wir sind alle gespannt. So, der Steff ist wieder am Trockenen. Wir haben jetzt hier Folgendes geplant. Ihr seht das ganze Filterpapier herausgelegt. Gut und günstig aus dem Edeka für, ich glaube, 55 Cent 100 Stück. Wir haben Folgendes vor in Ermangelung eines Löschpapierangebots, dass wir jetzt die kritischen Stellen wie Knie rechts, links, Schritt oder auch Hintern, Gesäß, mit einer Filterpapierschablone ausstatten. Ich habe mir auch schon erlaubt, da was vorzubereiten. Sind quasi in den letzten Zuckungen. Heißt also unterm Strich, dass auch da wieder ihr teilhaben werdet an dem letztendlichen Versuch. Die vier Wochen waren gestern schon vorbei. Morgen ist allerdings nochmal ein richtiger Regentag angesagt. Und ich würde dann so ausstaffiert nochmal eine längere Runde mit der XSR fahren, um mal zu schauen, ob die Imprägnierung wirklich so hält, wie ich es hoffe. Denn bis jetzt hat sie sich ganz gut geschlagen, wie ich finde. Na, das war nicht so schön, würde ich sagen. Das heißt, ich mache jetzt vor euren Augen einen Strip, aber nur bis zu den relevanten Stellen. Fairerweise, bevor ich die Hose jetzt fallen lasse, ich hätte nicht gedacht, dass an den Stellen, die jetzt besprochen werden, eine Wasserundichtheit stattfindet. Denn das hätte ich jetzt nicht vermutet, denn im Gesäßbereich, wo ich es nicht vermutet habe, also relativ hoch, ist es feucht geworden. Lina, du hältst die Kamera drauf, jetzt wird es interessant. Ich hätte, ist abgefallen. Ich hätte im Übrigen nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch bzw. schon Windelträger bin. Also, das ist die Windel, die ich im Schrittbereich anhatte. Hier ist komplett undicht geworden. Das ist genau der Bereich, der auch den Schritt abdeckt. Und ich glaube, ihr seht, es ist auch ein bisschen feucht. Ich versichere euch, die Feuchtigkeit kommt von außen. Im Kniebereich, wo ich 100% davon ausgegangen wäre, dass es nass ist, sehe ich hier eine feuchte Stelle. Ansonsten trocken, weil das Knie ja auch sehr stark belastet wird. Da ist jetzt alles also trocken auf der rechten Seite, aber auf der linken Seite wird es unten ein bisschen feucht. Ich glaube, ihr seht das ganz gut. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich ziehe mal die Jacke aus. Ich bin schon wieder so aus Atem. Jetzt weiß ich nicht, wo ist meine Gesäß?
Das hat sich leider auch verflüchtigt. Meine Gesäßbinde, die allerwichtigste. Auch hier seht ihr, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, die war so befestigt. Das ist also etwas rechtslastig, das ist linkslastig. Aber ich glaube, Mina, wenn du hochguckst, du siehst, dass die Jeans hier an der Seite feucht ist, oder? Ja. Ja, genau. Also, da war jetzt natürlich nichts abgedeckt. Da hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass es undicht wird. Ist aber undicht geworden. Das heißt, wir stellen fest, ich ziehe es mal ein bisschen auf, wieder hoch, sonst sieht das nicht so schön aus. Wir stellen fest, dass die Imprägnierung jetzt nach etwas mehr als 4 Wochen und ich glaube 7 Regenfahrten an ihre Grenzen kommt. Es bahnte sich ja schon an im Gesäßbereich, dieses leicht feuchte oder klamme Gefühl bei der letzten Regenfahrt. Dann sind jetzt noch 2, 3 Touren dazwischen gefahren worden. Wichtig ist, dass sie am ehesten oder am schnellsten im Gesäßbereich undicht wurde, weil ja auch da die größte Balgarbeit stattfindet. Das heißt, zusätzlich zu dieser Balgarbeit ist es so, dass da auch noch man selber in der Regenpfütze sitzt. Dann kommt noch das Körpergewicht dazu, das quasi die Feuchtigkeit in die Hose reinholt. Also mit dem Gesäßbereich habe ich schon gerechnet. So hoch ehrlich gesagt nicht. Und dass die Knie trocken geblieben sind, das überrascht mich persönlich am meisten. Denn ich muss ganz offen und ganz ehrlich gestehen, von Imprägnierung habe ich bis dato nicht so sehr viel gehalten. Das war auch der Grund, wofür ich diese alte flättige Hose nicht mehr benutzt habe, weil sie einfach schlichtweg undicht war. Dass ich die mit dieser Imprägnierung habe relativ stark nachrüsten können, hat mich sehr stark gewundert. Ich muss allerdings doch sagen, dass die Imprägnierung in meinen Augen eher so ein Backup ist, um normal wasserdichte Klamotten entsprechend zusätzlich zu schützen, zusätzlich nochmal nachzubearbeiten, gerade an den Stellen, das habe ich ja schon öfters gesagt, wo eine relativ große Belastung stattfindet. Dennoch ist es so, dass das eine Abwägerei ist, denn ich fand bei der ersten Folge, die ihr ja schon gesehen habt, dass die Geruchsbelästigung und Geruchsbelastung schon eklatant war. Also da ist schon jede Menge Chemie bei. Ansonsten, mein Fazit ist, ich bin überrascht, wie gut es funktioniert. Und fairerweise, wo wir ja gesagt haben, linke Seite ist Impregnol, rechte Seite ist S100. Ich habe da keine signifikanten Unterschiede festgestellt, außer im Kniebereich, denn das mit Impregnol bearbeitete Knie, ist undicht geworden und die andere Seite war dicht. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen daraus ziehen aus dem, was wir hier gemacht haben, was ich jetzt hier für euch gemacht habe, denn das war heute, ich darf gar nicht rausgucken, das war schon grenzwertig. A, was die Nässe angeht, ihr habt die Bilder gesehen. B, was die Temperatur angeht, ich muss mir nämlich jetzt auch gleich einen Kaffee holen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich für Daumen hoch, für Abos, ihr wisst Bescheid, das ist ja unsere Währung. Ansonsten, Leute, tschüss und von meiner Stelle aus, adios.